Hallo liebe Freunde und willkommen beim Whisky Empire. Heute nach langer Zeit mal wieder ein Video von mir und ihr seht, ich bin nicht alleine, ich darf beim Ronny filmen. Und was genau wir für euch Leckeres haben, das seht ihr nach dem Intro. Endlich mal wieder gibt es was von mir zu hören nach langer Zeit und ihr seht, der Ronny ist wieder an meiner Seite. Hallo, Servus. So, und ich habe etwas ganz Spezielles mitgebracht, Und was ganz Gutes. was ganz Gutes, was es noch gar nicht so lange auf dem deutschen Markt gibt, nämlich erst seit 1, 2 Wochen ungefähr. Ballendallach habe ich mitgebracht. Wie wird es Aus ausgesprochen? Ballendallach. Okay, Ballinderloch, sag ich immer. Genau, sagt der Ronny immer. Und wir haben die ersten drei Abfüllungen exklusiv für Germany, weil es gab ja schon für die Benelux, da hast du eine Flasche Genau, habe ich auch eine Flasche von. und zwar die Flasche hat er ergattert damals aus dem Also Benelux. ja, also eine ähnliche, Eine sagen wir ähnliche, mal. genau, Ne? sag Ist mal eine ähnliche. ein anderes Fass gewesen, aber ja, aus dem Jahr auch, genau. Genau. Und wir haben jetzt alle drei hier stehen. In dem Video verkosten wir allerdings hier die erste. Ja. Und was können wir über Ballindaloch Schönes sagen? Ballindallach gibt es noch gar nicht so lange. Und zwar entstand die Distille 2011. Haben sie die Idee gehabt, auch komm, wir tun die Distille wieder in Angriff nehmen. Und zwar ist Ballindallach Estate seit 1824. Leben da die Baronets Macpherson Grant, Ja, genau. also in Familienbesitz sozusagen. Wunderschönes Schloss. Wunderschöne Gärten und auch eine wunderschöne Destille. Und was ich noch wunderschön finde, sind diese Flaschen hier. Das sind eckige Genau, Flaschen. die gefallen mir auch sehr Die gut. sind richtig, richtig schön. Und was ich noch dazu sagen will, Freunde, der Adrian und ich, wir reisen ja nächstes Jahr nach So Schottland ist es. und wir werden diese Brennerei natürlich besuchen, ne? Also das Die ist, ist sowas von gesetzt. die Also ist Gesetz. die ist nicht verhandelbar, diese Und Destille. unseren Frauen tun wir auch was Gutes. Wir werden uns das Schloss nämlich auch angucken. Ne, unsere Frauen sind so ein bisschen Interessiert. interessiert und so. Und ja, ne, muss man ja auch ein bisschen Kultur und Geschichte, das muss man ja alles miteinander verbinden. Ne? Genau. Und das werden wir nächstes Jahr tun. So, jetzt. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier ein 2015er Destillat. Wir haben 49,5% Alkohol, nicht Ja. gefärbt, nicht kühl gefiltert. Und wir haben hier ein Limited Run of 1200, also 1200 Flaschen. Flaschen, also ein Batch, ne? Das wären, sind Genau. dann ein paar Fässer. Exclusively bottled 2014 for Germany. Und Ex-Bourbon, oder? Was ist es? Ex-Bourbon, genau. Es müsste sogar Ex-Bourbon und hier haben wir es. Ein Blend aus First Fill Bourbon Barrels and an Oloroso Sherry Butt. Oh, also Sherry auch mit drin. Sherry ist auch ein bisschen Super. drin, genau. Ja, da freue ich mich dann drauf. Na Mensch, So, dann mach ich also. mal. Also, ach, ich mag das doch immer, wenn ihr so Achtung. Oh, Ja, das klang schön. klang gut, Doch, ja. das klang gut. Ah, komm. Langt, langt, danke. So, was kann man über Ballindaloch noch Schönes sagen? Ballindaloch ist eine kleine Farmdistille, nenne ich es mal, oder Ja. Farm Estate, wie man es nennen möchte. Die tun alles bei sich auf dem Gelände produzieren. Also Gerste anbauen, nur das Wollte ich Melzen. gerade Nur sagen, Melzen, das tun sie das außerhalb, tun sie das tun sie außerhalb, in ja. Inverness tatsächlich, aber ansonsten alles bei sich Aber auf sie dem. geben ihre Gerste dorthin, ne? Genau, also sie Das. geben ihre eigene Gerste dorthin, lassen die vermelzen, kommt wieder zurück. Ja, und man muss auch sagen, gleich mit der eigenen Gerste in dem gleichen Atemzug, Ballinderloch brennt auch nicht viel. Die haben nur Nein. einen geringen Ausstoß, ne? 75.000 Liter Genau. aktuell. Sie können, glaube ich, 100.000 Ja. produzieren, ne? Aber sie haben schon angegeben, sie werden nicht mehr als diese 75.000 Liter pro Jahr Genau. herstellen. Also zumindest Standpunkt jetzt möchten sie das nicht. Wie es in 5 oder 10 Jahren aussehen wird, das weiß man nicht. Ist Wir lassen sehr, uns sehr, sehr überraschen. wenig, ne? Ja. Und Ballinderloch ist eine der Brennereien, eine der wenigen Brennereien, die erst, glaube ich, mit 7 Jahren den ersten Whisky auf den Markt gebracht haben, ne? Also man muss sagen, 7 Jahre lang haben die gebrannt und kein Geld verdient. Also da muss Ja. auch natürlich mit diesen Macphersons ist da natürlich auch
ein finanzstarker Investor dahinter, ne, sagen wir jetzt Ja. mal so. Denn da arbeiten ja auch Leute, zwei, drei, vier Leute werden da ja bestimmt auch arbeiten und die muss man ja auch 7 Jahre lang bezahlen, wenn noch Muss kein man, Geld ja. verdient wird, ne? Und ja, aber sie haben halt gesagt, sie wollen erst Whisky rausbringen, wenn er gut ist, ne? Und nicht jetzt nur um Geld zu verdienen, nach 3 Jahren den ersten Ja. Whisky rauszubringen, ne? Und ob er gut ist, werden wir jetzt herausfinden, würde ich Ja, sagen, ne? würde ich sagen. Also farbtechnisch ist er schön, sehr schön hell. Ja, wenn es Bourbon und Sherry ist, Ja. ich schätze mal, dass der Bourbon-Anteil vielleicht ein bisschen höher sein wird hier, ne? Ich tendiere auch Aber. stark dazu, ja. Oh ja, riecht sehr lecker, muss ich sagen. Eine wunderschöne Nase. Kommt mir gleich eine Fruchtigkeit entgegen, Ja. eine wunderschöne Fruchtigkeit. Aber auch es sind diese roten Früchte Ja, tatsächlich, die kommen. und ich habe tatsächlich auch Vanille. Ja. Ich habe vanillige Anklänge. Und ja, Alkohol spüre ich jetzt nicht so, ne? Also ich habe eine kräftige Nase zwar, aber Ja. es ist nichts Alkoholisches. Nein. Es ist aber eine kräftige Nase, finde ich. Das erinnert mich an so ein Bärentartlet, irgendwie Ja. so, so französische Patisserie, so Vanillecreme mit Erdbeeren, Himbeeren, vielleicht ein paar Kirschen obendrauf. Ich finde den sehr lecker in der Nase, muss ich sagen. Also Also der gefällt mir richtig gut. wenn er so schmeckt, wie er riecht, Ja, dann, Junge. ne? Und ich habe nichts von, also zumindest jetzt, ich gehe jetzt nur mal von der Nase. Ich habe keine Jugend hier drin. Also nicht, dass Nein. ich jetzt sagen würde, wie alt ist der jetzt? Der ist 8 oder 9 Jahre, müsste der. 2015, das müssten bis 2024 sollten 8 Jahre sein. 8 oder auch 9 Ne, könnte. 8 oder 9, genau. Ja. Weil sie schreiben nicht ganz genau drauf, wann sie Ja, es. gut. Dann hat er natürlich mit 9, wenn er jetzt 9 Jahre ist, hat er natürlich schon. Dann ist er nicht mehr jung, ne? Nee. Dann ist er schon 1 Jahr vor den 10, sagen wir es mal so. Deswegen, man spürt hier auch in der Nase, ich finde hier keine Jugend. Also wenn ich Nee. die Augen zumache und würde die Flasche nicht sehen und wird blind hier dran riechen, könnte das durchaus schon 12, Ja. 13, 14 Jahre alt sein. Ja, also riecht wunderbar, wunderbar Ja, lecker, na dann. würde ich sagen, ne? Ja. Slange. Slange. Ja, sehr lecker. Kräftiger Alkohol jetzt, also Ja. nicht sprittig, ich betone das gleich, nicht sprittig. Kräftiger Kräftiger Antritt. Antritt. Ja. Hat sogar Potenzial, sogar mit den 49,5 Potenzial, mal ein Tröpfchen Wasser reinzumachen, finde ich. Ich wollte gerade sagen, man könnte mit Wasser spielen ein bisschen. Kräftiger Antritt. Wunderschöne, vanillige, rotfruchtige Töne. So wie du das sagst, rotfrucht. Ich wär hier schon fast bei einer Erdbeere sogar. Ich Also, sag doch, diese französische Patisserie, weißt ja. du, so Mürbeteig, Tartlet, Genau. Vanillecreme oder diese Chantilly-Creme, ich weiß nicht, was es ist, Ja. und dann Erdbeeren Ja, obendrauf. genau. Genau Das das. in flüssig, mit Alkohol. Genau das in Flüssig. Ja, richtig. Ja. Richtig. Du hast einen Nagel auf den Kopf getroffen. Also du hast ja gesagt, einige haben gesagt, die Bourbons von Ballindulla könnten. Sind noch nicht so weit. Das kann ich jetzt aber bei dem Wollte gerade nicht sagen, sagen. kann ich jetzt Also für mich nicht. ist der gut. Für mich ist der in Ordnung so. Ja. Also ich find den ein klasse Whisky. Jo. Durchaus auch schon abfüllbereit und trinkbar. Wir liegen hier bei der Flasche, wenn ich mich nicht irre, knapp über 100 Euro, bei 100, 105 Euro so Ja. ungefähr. Tatsächlich. Ja, die Ballinderlochs, muss man auch gleich sagen, sind natürlich nicht preisgünstig, ist keine preisgünstige Brennerei, Ja. aber ihr habt es ja gehört, werden nur 75.000 Liter produziert und ich weiß aus der Community, es waren alle heiß auf diese Flaschen, Ja. ne? Und das war eine Brennerei, die so mit, also wo man mit so am meisten drauf gewartet hat, dass da was kommt, ne? Dann kam endlich was, ne? Dann haben sich viele dann auch, ja, nicht aufgeregt, würde ich jetzt nicht sagen, aber viele dann gesagt, oh Junge, die sind aber sehr, sehr preisintensiv. Ja, Freunde, das ist halt so, das ist die Zeit. Ne? Whisky ist nicht billig Nee. und guter Whisky kostet halt Geld. Ne? Aber ich fand es zumindest bei meinem damals richtig, richtig. Der war lecker, mein Sherry. Und ich fand den Preis gerechtfertigt. Jo. So, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe jetzt 5 Tropfen Wasser reingemacht. Und ich so ein Spritzer. Ja, er wird hellfruchtiger, er geht ein bisschen in die Ja. Zitrusgeschichten so rein, finde ich. Ja. Mit dem Wasser. Für mich wird er ein bisschen muffiger sogar. Mach mal die Augen zu und du stehst im Warehouse.
In Schottland. Der hat so ein bisschen. Ja, der hat so ein bisschen Warehouse-Muffigkeit, finde ich Ganz, jetzt. ganz leicht. Ja. Auf alle Fälle, Freunde, ganz, ganz leckere Nase auf alle Fälle. Und auch Ja. der Gaumen ist nicht zu verachten. Also, ne, mir gefällt fast die Nase noch besser wie der Gaumen, muss ich Ja, tatsächlich. So, sagen. ich probiere jetzt nochmal mit Wasser. Ich könnte hier stundenlang dran riechen an dem nur. Ja. Lecker, Freunde. Cremig, immer Cremig. noch süß. Also, Cremig ist das Richtige. Jetzt mit ja. dem Wasser, der ist so richtig ölig cremig geworden, so, Ja. ne? Die Schlieren laufen gut runter hier. Ich bin mehr als hellauf begeistert von dieser Abfüllung. Und jetzt kommt dieses Gebäck, so, was du sagtest, da, dieser Teig, so bissle raus, ne? Ja, Erdbeeren hätte ich jetzt bei Wasser nicht mal so. Jetzt Nee, jetzt für nicht mich geht mehr. es dann mehr in die. In die Hellfruchtigkeit über, so eher so in die Zitrusrichtung, aber nicht sauer, so Vielleicht nicht. Mandarine. Ja, vielleicht sowas in der So Art, genau. ein Mandarinen-Käsekuchen. Also ich muss gestehen, ich finde ihn ohne Wasser, finde ich noch besser. Ja, das ist halt Ja. das, man kann damit spielen. Ja. Wer es mag. Also mir hat er auch ohne Wasser sehr gut gefallen, aber auch mit. Also. Er ist beides gut, aber ich finde, ich tendiere ohne Wasser. Also ihr seht, man kann auch bei 49,5% Alkohol Ja. schon durchaus mal ein paar Tröpfchen Wasser reinmachen. Ihr holt tatsächlich auch was aus dem Whisky raus. Für manche zum Guten, für manche zum Schlechten, aber ich finde, mit und ohne Wasser war da gut. Also definitiv von mir eine Ja, Kaufempfehlung. Wie sieht ja. es bei dir Ja, aus? Auch. natürlich, natürlich. Unbedingt, ich mag Ja. diese Brennerei. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon ein paar Sachen probiert und ich finde, die machen keinen Scheiß. Also die machen Nee. wirklich guten Whisky, auch schon mit Ja. jüngerem Alter. Und ja, der Preis, das muss dann halt Muss jeder für sich jeder für selber. sich entscheiden. Ja. Aber ja. So, wenn ihr jetzt sehen wollt, wie uns die anderen zwei schmecken, dann in den nächsten Videos, ne? Genau. Dranbleiben. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao. Ciao.